Schüler, liebe Freunde der Mathematik. Wir haben heute wieder ein stochastisches Problem. Es geht um Binomialkoeffizienten. Und zwar kommt es häufig vor, dass man den hier rot eingerahmten Koeffizienten benutzt. Und zwar n plus 1 über r meinetwegen ist gleich n über r minus 1 plus n über r. Das soll gezeigt werden. So, dann kann ich erstmal nach der Definition ja angeben, n über r minus 1 plus n über r ist ja per Definition n-Fakultät mal r minus 1-Fakultät und dann mal n minus r plus 1-Fakultät, weil hier die Klammer fehlt. Und n über r ist ja n-Fakultät durch r-Fakultät mal n minus r-Fakultät. Das kennen wir. Um nun in beiden Brüchen den gleichen Nenner zu erhalten, multiplizieren wir den ersten mit r durch r, das heißt mal 1, da passiert nichts, und den zweiten mit n minus r plus 1 durch n minus r plus 1. So, dann ist Folgendes. Dann kann ich also nochmal schreiben, n über r minus 1 plus n über r gleich. So, jetzt gehe ich aus hier von dem, was wir hier hatten, und multipliziere also den ersten Term mit r durch r. Dann ergibt sich r mal n Fakultät durch r mal r minus 1 Fakultät mal n minus r plus 1 Fakultät plus. Und beim zweiten, ich zeige das hier nochmal deutlich, haben wir die Multiplikation jetzt mit dem. Hier haben wir es. Kamera geht dort drauf. So, dann vereinfache ich diese Werte. Dann haben wir also hier wieder r mal n Fakultät durch r Fakultät und für diesen Term schreibe ich jetzt n minus r plus 1. Fakultät plus und der Wert wird auch vereinfacht, dann haben wir n minus r plus 1 und mal n Fakultät durch r Fakultät mal n minus r plus 1 Fakultät. So, das Ganze kann ich zusammenfassen zu diesem Wert hier, r mal n Fakultät plus n minus r plus 1 mal n Fakultät durch r Fakultät mal n minus r plus 1 Fakultät. So, jetzt kann ich das Ganze wieder etwas zusammenfassen. Dann ergibt sich hier nur noch r plus n minus r plus 1, das Ganze mal n Fakultät durch r Fakultät mal n minus r plus 1 Fakultät. Auch dieser Wert wird etwas vereinfacht. Für den Zähler ergibt sich dann einfach n Fakultät bleibt und für diesen Term, da haben wir r plus n minus r plus 1, das ergibt n plus r. Und für den Nenner haben wir dann R-Fakultät mal n minus r plus 1 Fakultät. Für n plus, was haben wir da? N plus r mal n Fakultät durch, das müsste eigentlich heißen, n plus 1. Ja, hier müsste eigentlich stehen n plus 1. Und dann haben wir n plus 1 mal n Fakultät ist n plus 1 Fakultät. Diesen Wert haben wir erstmal gelassen. Und das haben wir aber auch dort links gerade angezeigt. Dieses n plus 1 Fakultät stand hier drüben an der Seite, hatten wir das schon. Und das ist aber dann, also aus dem ergibt sich dann dieser Wert, das ist n plus 1 über r. Ja, und das wollten wir gerade zeigen. Wenn wir das jetzt nochmal per Definition angeben,
n plus 1 über r ist n plus 1 Fakultät durch r Fakultät und dann n plus 1 minus dem. Bis hierher. Okay. Wo die Sonne am höchsten steht, da steht auch unsere Schule.